Meine Damen und Herren, wir machen einen kleinen Themensprung. Wir möchten Ihnen die Initiative Bildungssprung der Landtagsfraktion der FDP vorstellen. Dazu bitte ich zwei Expertinnen auf die Bühne, Angela Freimuth, wenn Sie bitte so gut wären, auf die Bühne kommen zu dürfen, und die Yvonne Gebauer, die schulpolitische Sprecherin der Landtagsfraktion, Angela Freimuth als stellvertretende Fraktionsvorsitzende und wissenschaftspolitische Sprecherin. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Frau Freimuth. Frau Gebauer, hallo. Stellen wir uns einfach hier so auf, dass Sie gut gesehen werden können von allen bei uns. Der Saal ist ja brechend voll, ich habe das Mikrofon. Meine Damen, es geht um das Thema Bildungssprung, die neue Initiative für Medienkompetenz. Worum handelt es sich konkret, Frau Freimuth? Wir wollen Kinder in diesem Land stark machen. Wir glauben, dass Bildung dafür existenziell notwendig ist. Die Anforderungen, die sich heute in einer Gesellschaft, in der sich Wissen vervielfacht, die in einem unheimlichen Wandel sich befindet, die durch die Digitalisierung etwas enger zusammenrückt, aber durch die Globalisierung den Blick auch notwendigerweise weitet, dass wir eben im Bereich der Stärkung der Persönlichkeit von jungen Menschen einfach besser werden müssen. Andere Länder sind uns da an vielen Stellen schon voraus. Ich glaube, wir müssen da einfach mehr Priorität oder der Bildung in diesem Land eine stärkere Priorität einräumen, als wir das bislang getan haben, und deswegen auch etwas mehr tun, als nur so einen gemächlichen Gang in der Bildungspolitik anlegen, sondern ich glaube, dass hier wirklich auch einfach wirklich ein Sprung erforderlich ist, dass wir auch sagen, Bildung hat für uns Priorität, Kinder stark machen, und dass das eben einfach, und ich finde, Herr Di Fabio hat auch wunderbar schon beschrieben, wie wichtig das auch ist, dass man eben eine eigene Identität, eine eigene Persönlichkeit hat, aus der man dann eben heraus auch offen für die Welt sein kann. Vielen Dank, Frau Freimuth. Frau Gebauer, es geht ja jetzt eben auch um die Medienkompetenz, also auch Kinder mit Handys, mit dem Computer, Umgang im Internet natürlich auch. Wie konkret soll denn eigentlich die Initiative Bildungssprung umgesetzt werden? Wie stellen Sie sich das vor? Ja gut, es gibt momentan viele Herausforderungen im Bereich der Bildungspolitik. Wir haben uns als FDP, als Freie Demokraten diverser schon angenommen. Wir haben die große Herausforderung der Inklusion. Das, was wir momentan erleben, ist, dass wir keinem Kind letztendlich an den Schulen hier in Nordrhein-Westfalen gerecht werden, weder den Kindern mit Handicaps noch anderen oder den anderen ohne Handicaps. Es leiden die Lehrer massiv darunter, Eltern natürlich in diesem Zusammenhang auch. Wir haben den großen Bereich der MINT-Förderung. Wir liegen dort abgeschlagen ganz hinten auf den letzten Plätzen. MINT-Fächer, das sind Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technologie. Auch bei dem Thema der Lehrerversorgung bzw. Schüler-Lehrer-Relation, auch dort ist es so, dass wir einer der letzten Plätze letztendlich belegen. Das alles sind große Herausforderungen, denen wir uns als FDP schon gestellt haben. Wir sind der Überzeugung, dass wir das auch im Rahmen von Schulfreiheit, von Eigeninitiative fördern können, dass hier Schulen besser vor Ort entscheiden können, was brauchen sie eigentlich, wo sind sie unterwegs. Und natürlich fällt in diesem Zusammenhang dann auch das Stichwort Medienkompetenz, ganz klar. Frau Freimuth, ja bitte. Bildungspolitik, Medienkompetenz, klingt super, muss aber auch bezahlt werden. Wer soll das Ganze bezahlen? Also das, was wir an Anforderungen oder Herausforderungen für die Bildung oder für die Vermittlung von Medienkompetenz, die ja auch einfach notwendig ist, damit eben junge Menschen auch in der Lage sind, ein Leben lang sich die Informationen, die sie für die Lösung konkreter Anforderungen, die wir heute alle noch nicht absehen können, dass sie sich die herausbilden können. Dafür brauchen wir mehr Anstrengungen. Das ist auch eine gesamtstaatliche Aufgabe. Aus diesem Grund sehen wir auch die Notwendigkeit, dass hier der Bund sich an der Finanzierung beteiligt. Wir müssen das als Gesellschaft, als unsere gesamtstaatliche Aufgabe auch vorderer, wenn nicht sogar höchster Priorität begreifen und dann eben auch gemeinsam diese Herausforderung angehen und auch gemeinsam finanzieren. Okay. Frau Gebauer, sind denn die Schulen überhaupt die richtigen Orte, um Medienkompetenz zu vermitteln? Also man redet ja bei Kindern, die heutzutage alle, mein Neffe, mein Nichte, die haben beide schon ein Smartphone, 9 und 12 Jahre alt, und denkt, man redet über die Digital Natives, die also schon mit digitalem Equipment aufgewachsen sind. Ja? Ist denn überhaupt ein Lehrer in der Schule heutzutage überhaupt in der Lage, Medienkompetenz an diese Kids zu vermitteln?
Ja, genau in diesem Zusammenhang oder darum geht es letztendlich, dass wir die Medienkompetenz an die Schulen bringen. Ja, wir haben eine medienaffine Generation, das ist richtig. Aber es geht eben nicht nur darum, wo ist der Einschalt- oder der Ausschaltknopf, sondern es steckt ja natürlich im Rahmen der Medienkompetenz viel, viel mehr dahinter. Und da müssen wir unsere Kinder und Jugendlichen fit machen, ja, aber da müssen wir natürlich auch die Lehrerinnen und Lehrer dafür fit machen, dass sie dann ihr Wissen letztendlich weitergeben können. Und natürlich ist die Schule der richtige Ort. Das, was wir auch wieder im Rahmen von Studien erleben, und deswegen ist es natürlich in Deutschland beziehungsweise auch gerade in Nordrhein-Westfalen so wichtig, dass wir nicht den Anschluss verpassen. Wir liegen hier im internationalen Vergleich auf Platz 21, und das gilt es, diesen Sprung nach vorne, deshalb auch Bildungssprung, diesen großen Sprung nach vorne gilt es zu tun, und das wollen wir im Rahmen einer Offensive, einer Medienoffensive mit Medienkompetenzstärkung an den Schulen, das wollen wir hier in Nordrhein-Westfalen erreichen. Hm. Danke, Frau Gebauer. Wir haben ein Video vorbereitet, das sollten wir uns mal kurz angucken, einfach auch für Sie, meine Damen und Herren, zur Verdeutlichung, warum Medienkompetenz gerade bei Kindern heutzutage so wichtig ist. Schauen wir uns dieses Video einmal ganz kurz an. Tutorial zur Kartoffelkanone. Extrem hoch explosive Rauchbombe. Bis vor allem. Wie man Crystal Speed herstellt. Erfahrungsbericht meiner allerersten LSD-Erfahrung. Ich haue genau mit diesem Knopf hier hin. Den 45-teiligen Voltgewehrbausatz. 3! Wir sind ein besetztes Land, Leute. Neger, nenne ich sie jetzt mal. Fakt ist, dass viele Asylbewerber ihre eigenen Unterkünfte abfackeln. Ja, vielen Dank. Genau darum geht es, meine Damen und Herren, um die alltägliche Gewalt im Netz, unter anderem natürlich auch, da war nur ein kleiner Auszug, und die waren noch lange nicht so schlimm wie das, was man sonst manchmal noch im Internet findet. Man sieht, dass Ihnen beiden das Thema sehr am Herzen liegt, und deswegen möchte ich Sie noch abschließend konkret fragen, was Sie in der Fraktion verändern können, verändern wollen, was Sie als Initiative wirklich an den Start bringen können, Frau Gebauer. Ja gut, wir haben ein Diskussionspapier bereits erarbeitet. Dieses Diskussionspapier ist im Netz zu finden unter bildungssprung.nrw, und da fordern wir Sie alle auf, sich an dieser Diskussion zu beteiligen, weil natürlich sind wir auch auf Informationen von den Nutzern letztendlich ein Stück weit angewiesen, um dann nachher tatsächlich das bestmögliche Papier auch zu erarbeiten. Und es wird in diesem Zusammenhang auch einen bildungspolitischen Kongress geben zum Thema Medienkompetenz am 25. Februar im Landtag, zu dem wir hervorragende Referenten eingeladen haben, die uns vieles aus ihrem Erfahrungsbereich berichten werden, so hoffen wir zumindest, um dann nachher entsprechend nochmal im Rahmen dieser Initiative tätig zu werden, um dann tatsächlich eben auf die Chancen, aber auch auf die Risiken hinzuweisen, die das Internet mit sich bringt. Stichwort Internetsucht, aber auch Cybermobbing mit allem, was dazu gehört. Ganz wichtig. Vielen Dank, Yvonne Gebauer, wissenschaftspolitische Sprecherin Angela Freimuth. Meine Damen, ich darf noch mal wiederholen, das ist bildungssprung.nrw, ist die Internetseite bildungssprung.nrw. Und das Ganze findet am 25. Februar statt im Landtag, ist öffentlich. Das heißt, jeder kann, sollte hingehen. Vielen Dank, meine Damen, und viel Erfolg beim Bildungssprung. Danke Ihnen.